Ja, so und damit hallo und herzlich willkommen hier jetzt, ja, zum Final Video der Le Mans Series 1960, die ja gestern zu Ende gegangen ist. Ja, die Serie ist tatsächlich die schlechteste Serie seit über 1,5 Jahren. Also die letzte, die, also sagen wir mal so, die GT3 2018 war besser und alles davor war schlechter. Also wir haben einen Teilnehmerschnitt von gerade mal 6,3 leider, ja. Das ist ein Einbruch, nachdem es in dem Ferrari Cup ja noch bei 7,0 war, ne? Aber gut, ne, für die drei Rennen auch und auch vor allem für die Fahrzeuge ist das Ganze dann, naja, in Ordnung, kann man nicht sagen, aber ja, okay, Punkt. Ja, mal gucken, ob es dann im Glücker wieder nach oben geht. Auf jeden Fall haben wir, ja, leider ist tatsächlich nur fünf oder beziehungsweise eine Handvoll Interviews dieses Mal für euch, weil er dann doch am Ende des sich ja durch die ganzen Disconnects sehr schnell aufgelöst hat. Gut, ja, ich würde sagen, wir legen dann auch direkt los. Und natürlich der Meister Victor Salvador wird dann natürlich nochmal sehr stark erzählen. Wir kommen zu Stefan Meyer. Hallöchen. Hallo, Ja, guten ein Tag. Rennen und dann gleich ein Podest. Hast du damit gerechnet? Nein, Sehr habe ich schön. nicht. Ja, meine beste Achte in der Fahrerwertung, wie schon vorhin mal angesprochen, der Riese hat er leider im Qualifying mal vor dir beendet. Aber gut, sei es drum. Der Ferrari, warum hast du dich für den Ferrari entschieden? Weil ich ihn mag, er fährt sich schön. Er ist zwar nicht der schnellste, aber lässt sich gut fahren. Okay, gut. Zukunftsorientiert, Clio habe ich halt, ich habe gehört, ein Rennen geht auf jeden Fall und danach ist es ein Fragezeichen, ne? Genau. Alles klar. Gut, dann danke ich dir, ne, und dann ja, bis zum nächsten Mal. So, wir kommen ganz kurz noch zu Daniel Benz. Hallöchen. Hallo. Ja, ich darf gratulieren, du bist in der Meisterschaft am Ende auf Platz 3. Ja, ich bin eigentlich ganz, ganz froh soweit, dass ich so weit vorne bin, hätte ich jetzt nicht gedacht. Es war für mich eigentlich eine sehr schwierige Saison gewesen. Ich bin mit den Bin mit den Wagen jetzt auf Regen, bin ich mit den Wagen nicht gut klargekommen. Ich hatte den Wagen eher auf Trockenheit eingestellt gehabt und bin dann auf Regen nicht so gut klargekommen. Aber jetzt bei den Einrennen, was wir gerade hatten, da hatte ich mich eigentlich ganz wohl gefühlt und ich hätte mir auch gewünscht, dass es zu Ende gelaufen Ja. wäre, aber leider ist es nicht passiert. Aber ich denke mal, wenn das Rennen heute stattgefunden hätte, dann denke ich mal, dass ich bestimmt Zweiter oder Dritter bestimmt gewesen wäre. Und ja, also ich hatte mir heute schon eigentlich große Hoffnungen gemacht. Und ja, dass es dann nicht dazu gekommen ist, ist dann sehr traurig. Aber ja, man muss ja dazu sagen, es liegt ja nicht an dir. Das liegt ja leider an die Technik. Und Richtig. deswegen sage ich mal, es hat zwar Spaß gemacht, aber ich denke, es hätte für mich noch vielleicht ein bisschen mehr, hätte vielleicht noch drinne sein können für mich. Okay. Ja, die nächste Saison, ich links hätte auch mal im Teamspeak unten rein. Ja, Clio Ja. Cup, Renault Clio Cup, wie sieht's denn da bei dir aus? Ja, Clio Cup, ich freue mich schon sehr darauf. Also der Wagen gefällt mir schon mehr wie jetzt der letzte Okay. Wagen, Okay. weil er ist ja schon etwas neuerer und mit den älteren Wagen, da habe ich meistens immer meine Probleme. Und ich bin den Wagen auch schon Probe gefahren und hat mir sehr viel Spaß gemacht, hat einen guten Sound, kann man gut beherrschen den Wagen und ich denke mal, dass ich da gute Voraussetzungen haben werde. Mikrofon Alles klar. aktiviert. Gut, dann danke ich dir und dann ja, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo, Hallo. Ippia. Hallo. Ja, two times not here and then one win. Did you expect that before the season or before today's race in Le Mans? Gondoltad, hogy megnyered a versenyt Mikulumban, úgyhogy az a két verseny nem indult el. Igen. Yes! Easy answer. Okay, good. Yeah, I think we can move on to the future question about the Renault Clio Cup. So, can you say anything about his future in the Project Cars 2? Akarsz eljönni a Clio kupára? Tudsz-e valamit erről mondani? Hát természetesen szeretnék indulni rajta, viszont magát az autót nem igazán szeretem. Tehát
Szerintem ti, illetve domáik sokkal jobban, hát jobban fekszik az az autó, mint nekem. Domának az biztos. Yes, he will try to come to the Clio Cup, even though he doesn't really like that car, and he thinks that Doma and Trias may have a better understanding of that car, and they can drive that faster. And I think that too. Okay, gut, fein. Ja, that's it for him. Thank you. Okay. Ja, die Saison an sich, ja, in Ordnung. 1960 hat Spaß gemacht. Hoffentlich kann ich trotzdem noch ein Jahr in der Serie gewinnen. Das ist ja ganz, ganz geil. Das erste Rennen war eigentlich das Geilste, ist klar, weil ich ja beim letzten rausgeflogen, beim vorletzten rausgeflogen bin und beim letzten, ja, wir alle rausgeflogen sind und das Rennen eigentlich so oder so sehr beschissen war, wenn ich ehrlich bin. Ja, 7 Punkte nur, ist es gut. Ja, keine Ahnung. Ne? Ruhle sagt man jetzt Geiste und ja, mal gucken. Clio Cup bin ich mal sehr gespannt. Ich hoffe mal, dass ich jetzt dieses Jahr auch nochmal reisen kann. Auf einmal nochmal in Project Cars 2. Ne? Man weiß ja nie, wie lange das noch funktioniert. Und ja, mal schauen, was da auf uns zukommt. Ja, yeah, here we have our yeah, Le Mans Series 1960 Champion Victor Sabatoschello. Hallo. Ja, you drove all the three races, what an effort, ne? Ja, we start with the race in Normandy, in France at the Roue les Arts. Yeah, it was a quite a tough race, a rainy race in the last lap. Yeah, he lost the car on the penultimate corner, and then yeah, Cibola overtook you, and yeah, then you were P2. How angry you were, or can you say anything about that Sorry. again now? Yeah, I was really frustrated because losing on a race in the last lap is like a punch to the groins. I was pretty much steaming on my head. Okay. But Okay. Okay, second place is second place. yeah. Yeah, then the light rain race last week in out in Silverstone. Yeah, you had a little fight with Cibola once again, and then yeah, he lost the connection in your eyes, and on his side he didn't lost it. So yeah, it was a quite an question how to point him. Yeah, you were P2, and then 1 point ahead of him. So yeah, did you had any expects explanation? Explanations about winning the title. Sure, I'm always trying to win the title because that's what's racing for. I hoped that I can beat Cebula in a fair fight, not disconnecting anyone. In That's the more connection fight, fun. yes. You see, that's the one that we had a great race. We were fighting fair and overtaking each other at different points of the track, and we were. I think I was having fun. I mean, I know I was having fun, but Cebula might have almost. I mean, sorry. So, I think he was having fun as well. At least I hope so. And never liked the disconnections type of winning. Yeah, okay. Yeah, I think we don't need a comment on that race here at Le Mans. So yeah, your future is already signed up, or has already signed up your future for Yes, me. I have signed up for Clio Cup already. Yeah, I think your target is again winning the title. I know that, but yeah, the Clio Cup car. So, yeah, what do you think about that car? Did you ever race before in the car? I have already raced Okay. those cars, and they are pretty tail happy, to be honest. In spite of being front wheel drive. They're small, and short wheelbase makes them a bit more oversteery than usual front wheel drive car that are usually understeery. Yeah. These are pretty much oversteery if you let the end of them loose. okay.
Okay, gut. Yeah, is there anything else you want to say about Le Mans 69? Not really. I'm not happy about the disconnection, but you must start over half our race when lap time is 3.5 minutes. It's not really, but it's a bit boring track, 'cause you have, oh, right, a straight, then oh, a turn, and then a straight, and a straight, and a straight, and a turn, and a straight, and it's a, not the easiest track, I know that, but it's a bit boring. You are driving like how many kilometers? 300-ish kilometers in a straight, and you're still driving half, 1.5 minutes. But nevertheless, it is a good track. There is a there have there are a few tricky points, and these cars don't really like to brake. I mean, they are Microphone muted. Microphone pretty activated. easy on the brake, and you have to push the brake pedals as hard as you can to stop these cars, and they lock up, and you find yourself in the barricades or the hay bales or anything that is next to the track. Yeah, Yeah, that's right. that's all. Okay. Good. Yeah, then. Thank you very much and yeah, Thank see you you. next time. Goodbye. So, also nun die Official Results zur, ja, 16. oder 17. eins von beiden Meisterschaft. 17. ist es ja. Viktor Szabados gewinnt diese mit 54 Punkten, 7 Punkte dahinter, dann Alexander Zegula zum, ja, keine Ahnung, wie viel Mal Vizemeister geworden. Auf der 3 eine Überraschung, Daniel Benz. Auf der 4 Christoph Fabian punktgleich mit, ja, Janusz Palicho. Auf der 6 Johannes Gebhardt 23, dann wieder mal punktgleich Platz 7 und 8, Dominik Rieser vor Stefan Meyer. Auf der 12. Position Sander Bend und der ohne Punkt geblieben ist, Gábor Sasholmi. Gut. Und der Teamwertung, ja, VS Everything gewinnt tatsächlich mit Cebula und Gebhardt. 4 Punkte vor Force of Escort mit Sabadosh und ja, Bende. Die Raser auch hier Platz 3 vor Austrian Racing Team und Team Hoonigans. Ja, HRT und M Sports. Ja, sind dann eben ganz hinten. So viel dazu. Ja, das war es auch schon. Recht kleine Saison, recht kleines Video. Clio Cup, da geht es dann weiter. Die Saison ist ja tatsächlich nur 2 Rennen länger, ne? 5 Wochen. Also ja, eine normale Größe, was das Project Cars 2 Segment betrifft, ne? Ja, noch sind viele Plätze frei, beziehungsweise noch warten wir auf ein paar Leute. Mal gucken, wie viel es dann wer sein werden. Am 31. geht es dann los. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Und ja, wie gesagt, Teilnehmerschnitt 6,3. Das muss wieder in die Höhe gehen. Ne? Vielen Dank fürs Zusehen und auf Wiedersehen.